Hallo meine Lieben bei Chaos Kitchen 51. Heute zu einem leckeren, exotischen, fruchtigen Shake. Ja, dazu benötigen wir, wie gesagt, eine große Mango, die wir vorher schälen und dann in kleine Stücke schneiden. Wir haben dann, wie gesagt, auch noch weitere leckere Zutaten. Wir haben dann noch unsere Erdbeeren, die letzten Erdbeeren dieses Sommers. Und die schneiden wir natürlich auch ganz klein. Und dann nehmen wir eine Banane, welche wir auch klein schneiden, sowie Nektarine. Eine Nektarine, die wir waschen und schälen und dann, wie gesagt, das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Dann haben wir noch einen schönen, leckeren Elsterapfel, welchen wir teilen und auch schälen. Und dann, wie gesagt, das Fruchtfleisch genauso in kleine Würfel schneiden, damit wir das nachher gut im Blender alles unterbringen. Ja, hier ist unser Blender, unser Mixer, auch genannt. Und da geben wir nun schon alle Zutaten hinein. Zusätzlich gebe ich dazu noch ein wenig Orangenjam. Also Orangenmarmelade oder auch ein bisschen Chutney, kann man auch nehmen, Orangenchutney. Dann kommt Kardamom dazu, etwa ca. 2 bis 3 Messerspitzen, 1-2 Spritzer Zitrone und dann die restlichen Äpfel noch oben auf, die hatte ich eben vergessen. Und dann pürieren wir das Ganze schon mal. Und während des Püriervorganges, was wir natürlich mit verschlossenem Gerät machen, also wie gesagt, schönen Deckel drauf, geben wir dann unsere frische Milch hinein. Und das Ganze, wie gesagt, etwa 5 bis 10 Minuten richtig kräftig durchpürieren. Und wer es ganz besonders lecker noch mag, habe ich noch eine Variante mit leckerem Vanilleeis. Das ist sehr erfrischend und schmeckt nochmal so gut. Aber wie gesagt, ihr könnt es aussuchen, ist optional. Wie gesagt, es schmeckt auch ohne Eis. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mit meinem exotischen Fruchtshake gefallen und ja, wenn ihr es nachmacht, freue ich mich. Gebt mir bitte eure Kommentare dazu ab und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch tun. Ihr findet mich auch bei Twitter und Facebook und ja, ansonsten wünsche ich alles Gute.